Ja, ab und zu wird das Fernsehen am Abend nicht unbedingt zur Wohltat. Gerade wenn man Schwierigkeiten hat, der Person zu folgen, die da vorne spricht. Oder einen schönen, aufregenden Film schaut, aber irgendwie nicht alles mehr so mitbekommt. Und ich rede jetzt von der Akustik. Dann ist vielleicht ein Hörsystem genau das Richtige für Sie. Denn man möchte vielleicht auch keine Streitigkeiten mehr mit der Partner oder Partnerin haben und den Fernseher immer lauter schalten müssen und der Klang wird immer schriller, aber irgendwie versteht man trotzdem nichts besser. Dann jetzt hier zugreifen, liebe Zuschauer, und bestellen und wieder ganz entspannt und in Ruhe Fernseh schauen oder Musik hören, Ralf. Ja, das kann man mit diesem Gerät. Und dieses schlechter Hören ist ja so ein ganz schleichender Verlauf. Das ist ganz, man merkt es selber überhaupt nicht. Aber irgendwann kommen mal die Angehörigen, ob das die Frau oder die Kinder sind, und sagen dann, muss der Fernseher zum Beispiel wieder so laut sein? Oder Extremfall, dann der Nachbar klopft und sagt, ich höre Ihr Fernsehprogramm. So eine Nachbarin hatte ich nämlich mal. Die hatte Probleme mit den Ohren und dann war wirklich das Fernsehen auf Maximum eingestellt. Ich habe nebendran wirklich jeden Ton gehört von dem, was sie angeschaut hat. Jetzt haben wir hier ein Premium-Hörsystem, was genau in diesen Fällen einspringt. Weil du siehst hier, wir haben kein Kabel, das ist also eine Funkverbindung. Und hier mit 25 Metern Reichweite. Und dieses Mobilteil, das legst du dir jetzt einfach an die Ohren. Ist nicht schwer, knapp 60 Gramm. Du kannst separat linkes und rechtes Ohr einstellen und hast natürlich auch einen Lautstärkeregler und das jetzt bis 100 Dezibel. Und ich bitte dich jetzt, sehr gerne, zieh's dir einfach mal an, dann wirst du sehen, wie bequem das zu tragen ist. Oh. Und wir kommen zum Sender. Den stellst du jetzt an die Musikanlage oder an den Fernseher und schließt es an über den Kopfhörereingang oder über einen Cinch-Ausgang und hast jetzt von hier die Möglichkeit, das eben zu übertragen und jetzt nicht mehr die ganze Umwelt stören durch die extreme Lautstärke, die man einstellt, sondern über dieses Hörsystem. Und wenn du zwischendrin im Film mal auf die Toilette musst, verpasst du auch nichts. Wir haben 25 Meter Reichweite. Wow. Und das kann man jetzt natürlich auch eine Musikanlage zum ungestört Musikhören anschließen oder natürlich, das ist glaube ich das Hauptthema, an den Fernseher. Und wenn Sie jemand haben im Bekanntenkreis, der eben so schwer hört und eigentlich schon die ganze Familie ein bisschen terrorisiert durch die Lautstärke der Musik und des Fernsehers, dann ist sowas jetzt genau der richtige Moment. Und man kann im Prinzip ununterbrochen das nutzen, weil es ist zwar akkubetrieben, aber wir haben zwei Akkus. Eines ist immer, wenn es nicht im Gerät ist, hier in der Station, weil da wird es geladen. Das heißt, hier haben wir insgesamt eine Akkulaufzeit von 10 Stunden, aber in den 5 Stunden, wo du den einen Akku benutzt, lädt der andere Akku wieder auf. Also könnten wir rein theoretisch das rund um die Uhr nutzen und das kann sehr, sehr entlastend sein. Nicht nur für die Person, die schlecht hört, die dann plötzlich wieder alles mitbringt, sondern auch für das Umfeld. Die Enkel, die Kinder, der Partner, die einfach ab und zu mal dann genervt sind, weil der Fernseher eben so extrem laut sein muss. Und es ist wirklich nervend, wenn du normal hörst und neben dir ist jemand, der schlechter hört, ja, und der hat eine extreme Lautstärke. Das tut dir irgendwann mal in den Ohren weh beim Fernsehschauen, dann hast du gar keine Lust mehr. Was wir hier auch noch haben, das gehört zum Zubehör, das ist ein externes Mikrofon. Und jetzt kann ich auch Gesprächen wieder nebenher besser folgen, weil hier nochmal bis zu einer Gesamtlautstärke von 100 Dezibel unterstützt dieses System hier, dieses Premium-Hörsystem, ihr Gehör. Und so bleibt also nichts mehr im Verborgenen. Und ich bitte dich, den jetzt nochmal runterzuziehen und mir zu geben, weil ich möchte nochmal zwei Sachen sagen. Mhm. Auch eine Schwerhörigkeit, die ja schleichend kommt, ist meistens nicht parallel. Also es geht nicht links und rechts gleichzeitig bergab, sondern mal da ein bisschen schwächer oder da. Ich weiß das auch noch von meinem Großvater, von meiner Großmutter. Die hat immer gesagt, komm mal auf die andere Seite, da ist mein gutes Ohr. Das kennen wir auch. Und dementsprechend haben wir hier auf der Rückseite wie ein Balance. Du kannst also von links oder nach rechts mehr Leistung geben. Und hier oben, und das sind die einzigen beiden Bedienelemente, die wir brauchen, hier haben wir die Lautstärkeregelung. Ohrpaarstücke haben wir drei verschiedene dabei. Das heißt wirklich für jede Ohrform angenehm anzupassen und zu tragen. Und mit knapp 60 Gramm ist das auch wirklich überhaupt kein Problem, dieses auch mal während eines langen Fernsehabends auf dem
Kopf bzw. am Ohr zu tragen. Also ich hatte es ja jetzt gerade auf und ich muss wirklich sagen, dass das super angenehm war. Also man hat ja wirklich eine maximale Bewegungsfreiheit, weil das Ganze jetzt hier nicht kabelgebunden ist, sondern wie gesagt via Bluetooth dann hier natürlich auch eine Verbindung aufbaut. Dann ist das super, super leicht. Es ist ganz angenehm vom Tragekomfort und ich finde gerade auch zu Hause in den heimischen vier Wänden muss man sich halt auch einfach ja, gehen lassen. Und da sollte man sich keine Gedanken darüber machen, ob man alles gut versteht oder wie man denn jetzt Fernsehen schaut, wie laut man da alles stellen muss, ob man vielleicht wieder Textpassagen auslässt. Einfach, weil man keinen Streit wieder mit der Frau haben möchte, weil man den Fernseher nicht wieder so laut stellen will. Da ist das toll, vor allem für unter 100 Euro, für 94,91 Euro, liebe Zuschauer, mit der Bestellnummer PX1425 und der 569. Und ich muss es jetzt ganz ehrlich sagen, hätte es das damals schon gegeben, als ich neben der älteren Dame gewohnt hätte, ich hätte es ihr gekauft, damit ich meine Ruhe habe, weil es war wirklich unerträglich. Nicht so allzu dicke Wände zwischen Wohnzimmer und Wohnzimmer und sie wirklich immer ihr Programm ganz, ganz laut gemacht und ich hatte nebendran überhaupt keine Chance, irgendwas anderes zu hören. Also das ist perfekt hier. Natürlich nicht unbedingt nur für die Nachbarin, sondern auch für Sie, wenn Sie sagen, oh ja, ich glaube, ich habe auch immer so in den letzten Jahren immer lauter gemacht und lauter und lauter. Ja, oder für die Mutter, für die Eltern, klar, um die ein bisschen zu entlasten, das ist einfach eine schöne Sache. Kostet nicht viel Geld, unter 100 Euro und mein Lebenskomfort, also der nimmt erheblich zu, die Lebensqualität, denn wenn wir schwer hören. Und jetzt kommen wir noch mal zu dem externen Lautsprecher. Dann unterhält man sich irgendwann mal auch nicht mehr richtig mit dir, weil wir kennen das, glaube ich, alle aus eigener Erfahrung. Wenn jemand zum dritten Mal bei einem Satz wie bitte sagt, bleibt man einfach nicht mehr ruhig. Man wiederholt den nicht noch mal ruhig ein viertes Mal, sondern man wird dann etwas lauter und vermindert den Satz auf die Hauptwörter. Ja? Bei dir kann ich mir das jetzt gar nicht vorstellen. Du bist ja ein sehr geduldiger ich Mensch. Ich bin sehr geduldig. Nein, aber liebe Zuschauer, ich finde es wirklich ganz toll, vor allem du hast es gerade angesprochen, wie gesagt, gerade auch wenn man so etwas nicht so gut versteht und wo wir schon beim Thema sind, wenn man dann auch mal etwas nicht hören möchte, kann man das Mikrofon auch auslassen. Du kannst ausmachen. Ja. Oh, ich glaube, Batterie ist leer. Das ist auch eine gute Ausrede. Das hat mir immer so gut gefallen. Ich musste ja als Kind, ne, ich habe es auch gern gemacht, immer die Sissi-Filme anschauen. Hast du die auch mal angesehen? Sissi, ja. Und der, pass auf, was war das? Der Großvater der Kaiserin war das. Nee, der Vater der Kaiserin. Ich habe keine Ahnung. Nee, der Mann der Kaiserin. Jetzt genau. Habe ich es wieder. Der hat immer so gemacht, als ob er schwerhörig wäre. Sie, ja. Sie. Damals hätte man sicher so ein Hörsystem ihm gekauft, aber er war froh, dass er ja die Hälfte angeblich nicht gehört hat. Aber das nur so am Rande. Heutzutage ist es technisch möglich, diese Defizite auszugleichen. Und da sehen wir auch noch mal eine Empfehlung vom Deutschen Seniorendienst hier. Also auch da wurde es getestet und gerade im Seniorenbereich, das ist einfach so eine Alterserscheinung, so wie es bei mir jetzt seit 10, 15 Jahren mit den Augen immer schlechter wird, wird auch bei mir irgendwann mal das Gehör kommen, aber ich werde dann hoffentlich rechtzeitig darauf hingewiesen, ja, bevor der Nachbar ausziehen will, weil ich immer den Fernseher zu laut habe, dass es soweit ist und dann kannst du dir eben so technisch ganz einfach helfen und ich muss sagen, es kostet nicht die Welt, dieses Premium-Hörsystem und da kann man ruhig mal jetzt investieren. Also ich muss sagen, bei Ralf ist noch alles in Ordnung, liebe Zuschauer. Der hört alles, der bekommt alles mit. Nur die Dinge, die er nicht hören möchte, hört er nicht. Aber da kann auch das Hörsystem dann wirklich nichts mehr dran machen, liebe Zuschauer. Bitte greifen Sie zu für 94,91 Euro. Wäre vielleicht auch eine schöne Ostergeschenkidee. So für die Mama, für die Eltern, für den Papa zum Beispiel. Wir hatten es eben für jemanden, der einfach nicht so gut hört, dass man da sagt, Mensch, hier, ich habe jetzt gerade bei Pearl TV gesehen, Bestellnummer PX1425 und die 569, das NewGen Medicals Premium Hörsystem für Fernseher und Musik mit dem Funk-Kopfhörer und das Ganze dann auch noch mit den zwei Akkus, also die dann austauschbar sind, lege ich doch sowas mal ins Osterkörbchen rein und verschenke damit einfach Vitalität und vor allem auch Lebensqualität, einfach wieder entspannt zumindest zu Hause hören zu können, was man möchte und was man halt eben nicht hören will. Das versteckt man nicht mit dem Mikrofon oder tut halt eben so, als wäre der Fernseher gerade an. Vielleicht machen sie auch einfach nur ein Nickerchen oder entspannen. Also das ist ja alles dann auch eine persönliche Sache. Wichtig ist, dass Sie jetzt hier zugreifen, denn aufgrund der ganzen Vibrationstrainer und Pedelecs und Co. haben wir nicht ganz so oft die Möglichkeit, sowas Fantastisches hier zu zeigen. Deshalb jetzt bitte bestellen, weil wir wissen nicht, wann das nächste Mal die nächste Präsentation und damit der TV-Sonderpreis da sein wird. Viel Spaß!